In diesem Video. Wir müssen da unten rein. Warte. Jetzt. Weil den, hätten wir den letzten jetzt gekillt, hätten wir ein Problem gehabt. Bin ich ehrlich zu euch. Oh. Das ist aber auch schwer. Holy shit, ist das schwer. Schaurig, gruselig geht es in diesem wunderschönen Fungi-Park weiter. Fungi-Park, sage ich schon. Fungi-Wald, Forest. Und jetzt müssen wir Obacht vor den Gifttummlern nehmen. Freunde, was das wohl heißt, werden wir wohl jetzt herausfinden dürfen. Und ich muss ehrlich gestehen, bis jetzt bin ich immer noch super positiv vom Spiel überzeugt. Ah, zumindestens... Oh, lol. Was die Feelings angeht, es ist schon wieder irgendwas anderes dabei. Und wir haben natürlich wieder die umgekehrte Pflanze. Also die brauchen wir. Okay, sehr viel Glück gehabt an der Stelle. Aufpassen, die werfen Eicheln oder sowas. Okay, warte mal. Lol. Jetzt verstehe ich, wie ich da hochkommen soll. Warte mal. Okay, da komme ich nicht irgendwie hoch. Ist irgendwie schwer, an der Stelle hochzukommen, tatsächlich. Vielleicht habe ich ja Glück. Da ist auf jeden Fall was. Scheibenkleister. Ja. Sehr gut. Safe Call ist das die zweite Coin. Die zweite Coin und die erste Coin sind immer so nah beieinander. Warte mal. Ich mache mir das doch nicht schwer. Man macht sich das im Leben einfacher. Leute, ne? Wir kennen es ja selber. Jeder macht sich das immer einfacher. Und ich so. Und damit haben wir auch die Sache erfüllt, die ich erfüllen wollte. Schauen wir uns nochmal weiter um. Eine Coin fehlt uns ja noch. Optimalerweise kommt die jetzt bald. Aber das Level scheint auch nicht allzu groß zu sein, was ich schade finde. Also ich finde, die Level haben sie ein bisschen kürzer gestaltet. Im Allgemeinen beim Spiel. Aber nicht schlechter, also auf jeden Fall um einiges besser, als ich es überhaupt vorstellen hätte können. Weil so viel Abwechslung hätte ich übelst nicht gedacht, was ich bis zum Ende noch so ein geiles Feeling von diesem Spiel habe. Zeit für ein Quiz! Oh mein Gott. Worum geht es im Zwischentest bei der Gildenfalle? Was? In Falle. Springen. Oh mein Gott, ich habe überlegt zwischen Springen und Rennen. Wie viele gelbe Münzen braucht man für ein Power-Up? 100. Yes, sir. Was ist der Schwierigkeitsgrad des Levels? 3. Das kann man ja cheaten. Das hätte ich nicht gewusst, bin ich ehrlich. Das war, also das erste war am schwersten, finde ich. Danach war eigentlich relativ easy, die Fragen. Aber mit der Gönfalle, das hatte ich nicht mehr im Kopf gehabt. Da habe ich geraten. Da wusste ich zwischen Rennen und Springen nicht mehr, welches von Bienen, ne? Scheimkleister, da kam ich jetzt nicht hoch. Aber hier komme ich hoch. Oh, die zwei nehme ich natürlich mit. Ach, scheiße. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm, Leute. Boah, war Glück, dass wir... dass die unten nicht den Block weggehauen haben noch. Alter. Oh.
Wir müssen da unten rein. Warte. Jetzt. Weil den, hätten wir den letzten jetzt gekillt, hätten wir ein Problem gehabt. Bin ich ehrlich zu euch. Oh, das ist aber auch schwer. Holy shit, ist es schwer. Oh, Schwein gehabt. Man hätte nicht springen müssen. Man kann einfach runterlaufen. Das habe ich nicht gewusst, um ehrlich zu sein. War jetzt aber auch nicht so leicht zu erschließen. Das fand ich schon eine ganz schön knackige Coin. So. Aber wir haben auch hier das wunderbar bekommen bei der Flagge. Und damit sind wir doch schon sehr gut für den ersten Start. Na gut, ein bisschen Fails gab es, aber da muss man ehrlich drüber hinwegsehen. Gibt's immer. Aber es war auch eine böse Coin. Ich muss sagen, die letzte Coin war schon böse. Wenn man jetzt nicht direkt gewusst hat. Ich bin schon zufrieden, dass wir das Rätsel gut gelöst bekommen haben. So, und damit schalten wir hier hinten wieder vertreibt. Wir haben jetzt schon die Punkte zusammen, um schon hier durchzukommen, ja. Das ist schon krass. Wie unterschiedlich manchmal die Level von der Masse her sind. Oder was man braucht. Ich habe jetzt gescheckt, dass ich alle töten muss, die kleinen Lurche. Aber das weiß man doch nicht, wenn man Profi ist. Na 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 na. Ja, ne? Wenn ich den drauf treffe, dann krieg ich den wundersam und damit, wir haben schon 331 lila Münzen schon wieder, also wir könnten schon wieder was ausgeben. Aber wie gesagt, wir haben 112 Aufsteller, wir brauchen 106 Aufsteller. Die sind schon gut dabei, alle Aufsteller zu haben. So, und dann jetzt hier unten eigentlich schon zum Chefstrand. Boah, können wir eigentlich machen, wa? Wir haben ja nichts zu verlieren. Denn let's go rein da in den Kampf. So, auf geht's in Expedition 1, der Blub. Blub, Blub, Blub. Blub, Blub. Der Ruin jedenfalls. Der Name ist ein bisschen wild. Ich würde mal sagen, wir nehmen heute die Klimmsprüge mit. Tatsächlich hoffe ich schon mindestens, dass es ausreicht. Ich muss sagen, die Musik ist schon immer noch geil, ne? Ihr könnt mir vorstellen, hier oben ist was. Nee. Ah, man kann hoch und runter schwimmen. Alles klar, verstehe. Müssen wir uns merken. Ich dachte, man muss mit B vielleicht nach oben schwimmen. Aber nee, man kann hier gut sich noch bewegen drin. Boah, hier tropft es runter. Ist ja richtig... Hi! Ich hoffe, wie Wackelpudding, war. Oder wie man es auch schön nennt, die Götterspeise. Ich habe früher das immer Wackelpudding genannt und bin ja bis heute noch damit drin. Dass es für mich Wackelpudding ist und nicht Götterspeise. Ja, da komme ich nicht mehr hin. Schade. Die wichtigste Coin, die verliere ich natürlich. Oh, ich brauche mal jetzt nicht... Oh mein Gott. Oh. Ih, der macht die Grütze weg. Habe ich an sich kein Problem mit, dass er die Grütze wegmacht, aber ich mag die Grütze. Ah, hier müssen wir dich tatsächlich auf die Seite lenken. Ja, perfekto. Dankeschön für die erste Coin. Aua. Das habe ich tatsächlich nicht zu vorkommen sehen. Wait! Oh no. Alter, wie weit geht denn die runter? Die ist einfach weg. Ja, also komm, das ist Betrug, dass sie so weit runter geht, ne? Ist wirklich Betrug. Alter, ich dachte schon. Ich sterb jetzt. Ah! Gut gemacht!
Ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwas muss es ja hier unten geben. Und das war die einzige Möglichkeit, die Viecher zu besiegen, um überhaupt an die Coins zu kommen. Ich muss denn sagen, man muss schon aufpassen und genau gucken. Die haben wir aber auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt 2 Coins. Mir fehlt aber immer noch die Blume. Eventuell kommt die erst nach dem Checkpoint wieder. Wie sonst. Aber ansonsten bin ich eigentlich relativ gut dabei. Warte mal kurz, ich sehe da was. Hier oben, Freunde. Hier oben ist doch ein Secret. Okay. Braucht man hier jetzt ehrlich gesagt die... Warte mal kurz. Eventuell... Da ist die Blume. Ich wollte nämlich gerade sagen, eventuell ist da oben die Blume. Oder wir kommen andersweitig da ganz nach oben. Oh, wir sind ein Schleimi. Wie geil ist das denn? Wir sind jetzt so richtig schleimig unterwegs. Ist das cool? Leute, bin ich lecker, oder? Ihr wollt doch bestimmt ein Stück und einen Snack von ihr abhaben, wa? Geil, wir kleben einfach überall. Das wollte ich schon immer im Leben. Überall rankleben. Okay, nee, klingt komisch, ne? So wackelig und klebrig. Siehst du aber lecker aus. Hallo? Also, würde ich mal als Kompliment sehen, ne? Oh mein Gott, man kann voll gut schwimmen hier unter. Alter, wie schnell ist sie denn bitte? Sind wir denn eigentlich Partner jetzt, wenn wir... Oh, Schwein gehabt. Oh no. Warte mal. Gut, okay, hier haben wir die letzte. Das heißt, wir überleben nur noch und dann ist schick. Oh, das sind nur ein paar... Ach, das sind nur die ein... Ah ja, die 0,1er Coins. Ihr seht schon. Alter, ich dachte schon, ich bin jetzt tot. Ohne Scheiß jetzt, ne? Ich dachte, ich wäre jetzt tot gewesen. Weil ich unter dem Screen war. Oh, ich weiß jetzt ja nicht, was da hinten geklebt hätte, oder? Ah, meint ihr, ist ein Secret Exit? Weil da hinten hätte es bestimmt weitergegangen mit dem Klebedude. Ah, shit. Ja, here we go again. Müssen wir sowieso nochmal machen. Aber eventuell gibt es da wirklich einen Secret Exit. Müssen wir auf jeden Fall nachgehen und nachchecken. Aber zuvor haben wir erstmal hier dieses erreicht und können weiterlaufen. Ja, okay. Machen wir gleich. Wir gucken erstmal bei der Blob-Bob-Ruin wieder. So, Freunde. Haben wir doch geschafft. Gut, war jetzt nichts leider am Ende des Ganges. Nur ein bisschen Coins, also lila Coins und das war's. Schade eigentlich. Hätte ich gedacht, vielleicht wäre hier ein Secret gewesen. Aber nee, tatsächlich an der Stelle nicht. Meistens ist ja am Ende immer manchmal ein Secret, aber diesmal wollten sie keins einbauen. Ist aber des Weiteren nicht so schlimm. Jetzt gucken wir uns bei ihm an. Was ist mit ihm los? Da bist du ja! Ich kann es kaum glauben, du hast den richtigen Ausgleich, was? Ausgang gleich bei dem ersten Besuch gefunden. Selbst ich verlaufe mich hier meist. Du hast denselben Weg also gefunden. Dann treffen wir uns bei den Ruinen wieder. Okay. Oh ja, und stimmt. Ich habe neulich in den Minen gearbeitet und habe nützliche One-Ups gestoßen. Bitte, nimm doch den. Dankeschön. Immer wieder bei 86, nachdem ich so viele verpratzt haben. Oh, und hier gibt es verschiedene Minenabzeichen. Rankenschuss? Oh, kriegen wir etwa jetzt eine neue Fähigkeit? Rankenschuss auf Stufe 2. Was kann es denn so schön? Also, drücke eher in der Luft und... Oder, ja, schütte den Controller, um eine Ranke abzuschießen, die sich an Wänden festklebt. Okay. Oh! Was für eine geile Fähigkeit!
Okay, die würde ich bestimmt öfter nutzen. Ohne Scheiß jetzt. Oh mein Gott, man kann sau weit mit der Ranke schießen. Das ist ja wohl übelst insane gut. Okay, hier komme ich vielleicht eventuell nicht rein. Meinst du, ich kann von hier hinten aus rüberspringen? Oh. Oh, nice. Man kann sich sogar mit der retten. Die hat zwei gute Fähigkeiten. Also, das ist eine richtig gute Fähigkeit. Jetzt ohne Scheiß. Das ist so wie so ein... Das ist richtig geil. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, so lange hältst du dich nicht fest. Also so lange hältst du dich nicht fest. Also ein paar Sekündchen habe ich zum Überlegen, aber... So krass ist es. Und du kriegst damit wirklich sogar die Zielflagge. Alter, was ist das für ein insanes Item? Okay, das ist definitiv in unserem Repertoire sehr nützlich. Und werde ich wohl öfter nutzen jetzt. Das hilft uns ja richtig viel weiter. Ja, moin. Geil. Toll gemacht. Ja, und das Abzeichen kannst du direkt anlegen. Gerne. Wir müssen doch bald alle haben, oder? Uns fehlt ein normales Abzeichen noch. Und sonst nur die Special-Abzeichen. Und hier die drei. Was weiß ich, was die sind. Die fehlen uns auch noch. Expedition Wackelruinen. Ja, moin. Der Name gefällt mir. Dann schauen wir mal nach, was wir hier bei den Wackelruinen so schönes holen. Ich sehe schon, was das wird. Ah, haben die einen Schnuller im Mund? Ist das süß. Okay, man kann nicht den Schnuller weghauen. Ich bin einer, ne? Ich klau Kindern den Schnullern weg. Okay, hier oben ist auch nichts. Oh shit. Hat schlecht, mein Freund. Geh mal nochmal rüber. Ich dachte, da unten wäre vielleicht was gewesen. Wäre vielleicht smart gewesen, dort unten langs sehen, aber nee. Tatsächlich nicht. Aha, aber hier sehe ich noch was. Oh Gott. Sehr schön. Rein da. Erste Coin? War das jetzt die erste oder die zweite? Ich hab's nicht aufgepasst. Scheinkleister, aber ich glaube die erste, ja. Wäre auch zu früh für die... Für die zweite. Junge, Junge, Junge. Dann machen wir so. Sie sehen aus wie die Thaddäus-Nasen-Wirtalk jetzt. Die sehen... Guckt sie euch mal an. Die sehen wirklich aus, als hätten sie eine Thaddäus-Nase, oder? Also mir würde das jetzt nicht stören per se, aber ich finde es schon komisch. Okay, hier haben wir einen Safe-Spot. Das heißt, jetzt fehlen uns nur noch die Blume. Und der Samen. Also, eine lila Münze meine ich und den Samen so herum. Okay, und wenn es da unten schon durchgeht, dann... Ja. Konnte ich mir schon denken, tatsächlich. Oh, geh mal weg hier, du Lackschinken. Nein! Mädel, nicht festhalten! Oh, was machst du denn? Das dauert eine Weile, bis wir unten sind. So, aber wir haben jetzt damit alle. Nur noch, wie eine Sache und du, dich zieh ich aus, mein Freund. Kommt jetzt so vor, als hätte ich was verpasst. Ich hab da hoffentlich jetzt nicht die Coin verpasst, oder?
Warte, was war dich jetzt? Hä? Noch verstehe ich das jetzt nicht so. Junge, hoch da bitte. Hä, wo hab ich denn jetzt hier was freischalten? Oh no. Ach, kann er ja nicht. Stimmt, weil seine Birne zu groß ist. Als ob. Ah, die Dinger bewegen sich erst, wenn ich das anschalte. Deswegen. Oh, aber wo ist denn diese scheiß Blume? Nein, nicht dein Ernst jetzt. Ich weiß, wofür ich die brauchte. Oh no. Ja, aber komm, das habe ich nicht kommen sehen. Tja, da müssen wir dann nochmal ran. Das war ein Fail von meiner Seite aus. Habe ich nicht gesehen, bin ich ehrlich. Habe ich null wahrgenommen, dass da eine Tür ist, bis ich denn die hier sehe. Naja, ist ja auch nicht weiter schlimm. So weit waren wir jetzt ja nicht. Wir haben ja jetzt eigentlich nur hier die Coin überlebt. Zack. Oh, Drecksvieh. So, gibt's hier denn noch irgendwas, was mir nützlich ist? Ja, die Blubberblasenblume. Die brauche ich tatsächlich. Sonst müsste ich meine andere Blume verwenden und darauf möchte ich nicht wetten, auf die andere Blume. So, und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Wir müssen halt alle aktivieren, glaube ich, weil sonst wird es nicht freischalten. Hoffe ich zumindest, dass es so ist. Kann natürlich auch anders sein, ne? Man weiß es nie. Aber jetzt hätte man das sehen müssen. Gut, jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Drauf stehen bleiben und sofort direkt nach oben drücken, sobald ich unten bin. Genau. Weil dadurch kommen wir dann hier rein. Und hier befindet sich auch unser Wunderwerk der Maschine. Hallo? Alter. Schwein gehabt. Was passiert hier? Ich rutsche. What the fuck? Ich rutsche einfach, lol. Ah, ich muss noch in die Richtung lenken, wo ich hinrutschen will. Ja, moin. Hallo. Hallo. Ich glaube, hier komme ich nicht mehr raus, oder? Doch, 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 doch. Ich hab's. Alter. Okay. Ziemlich knifflig, meine Freunde. Vor allem, wenn er dann runterrutscht. War ein bisschen zu früh, mein Junge. Aber wir kommen fast in den Tod. Kommen wieder dahin, wo wir hin wollten. Warte mal, was? Was? Wie komme ich denn jetzt zurück? Hä? Habe ich da hinten was übersehen? Nee, oder? Ich bin doch nicht total lost jetzt. Oder bin ich? Alles klärchen. Alter, das war knapp. Uiuiuiui. Da hinten war das Ziel. Das hätte ich aber auch wirklich nicht erkannt. Damit Level beendet und sogar die Zielflagge geholt. Damit haben wir alles im Petto. So, und jetzt, da wir das erledigt haben. Oh, unten ist er schon. Guck mal, da haben wir ihn, den kleinen Mann. Mal eine Röhre freischalten. Alter, wie tief geht's noch? Mein Gott. Es sieht so aus, als ob wir fast am Ende sind.
Lol. Kann ich mir ja nicht vorstellen. Aber wir sind auf jeden Fall sehr weit nach unten gekommen. Da bist du ja. Enorm, du hast den echten Ausgang gleich beim ersten Besuch entdeckt. Selbst ich verlaufe mich ja nur oft. Du hättest dich Glowacke auf den Wild. Die letzten Ruinen warten auf dich. Hier, da fällt mir nur ein, ich habe noch einen One-Up-Fitz. Der wird mir bestimmt helfen. Oder hat leider derselbe Text, das habe ich den mal übersprungen, ja? Ein bisschen. Gut, dann gehen wir mal unten lang. Dann würde ich erstmal tatsächlich hier uns an dem Level ranwagen. Kampfparty, Fungi-Arena. Ich habe immer bei Fungi-Arenen sowas Problematisches in mir. Was nimmt man da? Ich glaube, am besten wäre der hier. Und tatsächlich der hier. Schauen wir mal, was wir brauchen, ne? Oh mein Gott. Nein, was mache ich denn? Hallo! Alles klärchen. Das war schon verkackt. Komm runter, du dreckiges Dreckstück. Junge, komm doch mal her hier. Dankeschön. Alter, 30 Sekunden dafür, ne? Dafür, für den Raum, hätte man 10 Sekunden brauchen müssen, mindestens. Der war zu einfach. Ist egal. 30 Sekunden, da habe ich es wieder rausgeholt. Würde ich mal schätzen. Was? Du miese Stücktür. Alter, ist das eine miese Stücktür. Hab ich mich gerade gewundert, was soll ich denn hier machen? Okay, also, wir brauchen auf jeden Fall die Bienen. Ich glaube, die Blubblase wird mir hier viel mehr helfen als das andere Item. Also zumindest hoffe ich das mal. Okay, außer die. Es war gut. 16 Sekunden. So. Jetzt haben wir die Blubblase auf jeden Fall. Brauche ich die noch oben bei denen? Eigentlich nicht. Zial. Scheiße. Sehr gut. Wir haben noch ein Leben übrig. Wir brauchen ja jetzt nur noch die Türen. Das ist ja jetzt kein Problem, Türen zu finden, wa? Nein, hier hinten nicht. Hier, du bist einer, ne? Und du gehst hier durch. Ah, scheiße, du warst nicht du. Wir müssen nämlich schneller sein, schneller sein, schneller sein. So, mein Freund, weg mit dir. Hoch, hoch. 60 Sekunden für Raum 4. Ey, wir müssen wieder 100 Sekunden bekommen, ne? Dann haben wir es. Scheiße, was machen, müssen wir da machen? Nur auf die Ruf latschen? Ich habe keine Ahnung, wie man die besiegen soll. Spiel. Jetzt habe ich's. 80 Sekunden kommt schon. Mädel, durch da. Lass es den First and Try sein, Mann. Lauf! Okay, das müsste First Try sein. Komm schon. 70 Sekunden, glaube ich nicht. Nein, 90. Immerhin. Uiuiui. Das war aber schon nicht so einfach. Muss ich ehrlich gestehen. Aber ja, wir haben es gut gemacht. Muss man an der Stelle sagen. Und an der Stelle sage ich auch Folgendes. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr es mehr gefallen habt dran, dann könnt ihr gerne abonnieren, um nichts zu verpassen. Könnt ihr natürlich auch gerne einen Like da lassen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis denne und ciao.